Highway TV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Sendungen. In unserem Infotainment: Comeback für die Gastro, ein Lokalaugenschein. Mehr Platz in den Brucker Gastgärten. Doppelter Feiertag für alle Bierliebhaber in Leoben. KSV-Präsident Erwin Fuchs zum Neustart in der zweiten Fußball-Bundesliga. Singing in the Rain, ein Kunstprojekt in Leoben. Genussregion Hochsteiermark, der Dörflerwirt in Afflens. Und in On the Road sehen wir uns den Mitsubishi L200 Hubertus an. Zuvor aber noch die News-Sendung mit folgenden Beiträgen: Stadtwerke Kapfenberg fährt den Betrieb wieder hoch. Kleine Veranstaltungsaktionen in Bruck. Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Und neueste Informationen bezüglich der Corona-Maßnahmen in Kapfenberg. Stück für Stück fährt auch die Stadtwerke Kapfenberg den Betrieb wieder hoch. Nachdem die Tankstelle und der Elektroshop bereits am 14. April wieder öffneten, ziehen am 18. Mai die Highway-Dienstleistungsstelle, das Sonnenhaus und das Kundencenter nach. Da die Stadtwerke zur kritischen Infrastruktur gehört, war man natürlich auch während der Krise für die Kunden da. Allerdings nur telefonisch oder per Mail. Auch für die Mitarbeiter eine ungewohnte Situation. Ja, es war speziell für uns als regionales Versorgungsunternehmen, waren wir gewohnt, dass die Kunden immer zu uns kommen können und auch gekommen sind und von einem Tag auf den anderen Betriebsgelände gesperrt. Am Anfang natürlich Lockdown in vollem Umfang. Die Kunden, vereinzelte Anrufe, ob dies oder jenes möglich ist, waren dann überrascht, dass man abmelden konnte. Ab Montag gibt es wieder von 7 bis 15 Uhr den gewohnten Kundenverkehr. Strom, Gas, Kabel oder Internet an- und abmelden wird wieder vor Ort möglich sein. Natürlich mit den bekannten Sicherheitsmaßnahmen. Kunden können natürlich zu uns ins Kundencenter kommen. Die Spielregeln wie fast überall: Mundschutz, Handdesinfektion, Abstand halten, einzeln eintreten. Und sollte sich jemand wirklich krank fühlen, der bitte soll uns telefonisch kontaktieren. Wir werden dann versuchen, wie bis jetzt in der Krise, die Dinge telefonisch oder per E-Mail abzuwickeln. Auch wenn es dieses Jahr keinen Murrenschalk geben wird, Benny Blue bringt am ersten Tag der Gastroöffnung Gauklerflair in die Mittagasse. Lange hat man sich nach diesem Tag gesehnt und jetzt ist es soweit. In Bruck möchte man heuer mit vielen kleinen Aktionen die Menschen in die Innenstadt holen. Ja, das war ja das Ziel mit dem Öffnen der Gastronomie. Da wissen wir, dann kommen die Leute auch noch lieber in die Stadt. Natürlich, das gehört dazu, der gute Kaffee, das kleine Törtchen oder vielleicht ein Mittagsmenü. Auf das haben die Leute schon hart gewartet und das wollen wir jetzt an diesen Tagen natürlich speziell feiern und zelebrieren und die Leute mit Blumen willkommen heißen. Und es waren nicht einfach Blumen. Rote Rosen gab es für die ersten Gäste und die dankten es. Trotz des schlechten Wetters war die Innenstadt gut besucht. Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Mit dieser eindringlichen Warnung hat Sebastian Kurz Ende März versucht, die Österreicherinnen und Österreicher zu überzeugen, dass sie alle Corona-Maßnahmen befolgen. Und der Kanzler hat damit zum Glück nicht recht gehabt. Mittlerweile macht sich immer mehr Unverständnis ob der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen breit. Kritiker werden mundtot gemacht oder ins Eck der Verschwörungstheoretiker gestellt. Das wollte der Brucker Gerald Prepasser so nicht hinnehmen und hat zu einer friedlichen Demonstration aufgerufen. Ich glaube, das Wichtigste ist, wir leben in einer Demokratie und wir wollen ja nur unsere Meinung kundtun. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, überhaupt kein Problem. Also wir sind weder von einer Partei oder sonst irgendwas, sondern haben einfach gesagt, uns persönlich reicht es. Und ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die uns jetzt da als neue Normalität verkauft wird. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und es hat anscheinend viele Freunde gegeben, die gesagt haben, ja, das sehe ich ganz gleich wie du. Und deswegen sind wir halt da. Rund 120 Demonstranten sind auch gekommen. Ihre Anliegen, Wünsche und Beschwerden werden in Briefform gesammelt und der Bundesregierung übergeben. Meine
sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kapfenbergerinnen und Kapfenberger, liebe Kapfenberger Jugend, liebe Gäste, ich darf mich wieder einmal zum wöchentlichen Update melden, diesmal aus der Musikschule und an meiner Seite diesmal der Direktor der Musikschule, Herr Magister Helmut Draxler-Turner. Herzlich willkommen auch. Es hat einen besonderen Grund, dass er an meiner Seite heute ist, weil es ja auch um die Öffnung der Musikschule geht und da werden wir auch Näheres dazu hören. Es geht los mit 15.05., also mit heute öffnet die Gastronomie oder hat schon geöffnet. Die generellen Öffnungszeiten sind von 6 bis 23 Uhr. Die konkreten Öffnungszeiten können Sie in unserem Branchenbuch erfahren, das ja auch auf unserer Homepage einzusehen ist. Am 18.05. geht es mit der Stadtbibliothek wieder los. Das haben wir auch schon einmal näher beleuchtet. Auch mit unserer Zweigstelle in Paschlug, die wird wieder geöffnet. Die Nutzungsbedingungen, die es gibt, natürlich wieder Abstand halten, Nasen-Mund-Maske, Desinfektion der Hände, kein längeres Verweilen in der Stadtbibliothek, leider noch, aber das ist auch nachzulesen, wie Sie genau das handhaben müssen auf unserer Homepage. Das Rathaus ist ebenfalls am 18.05. uneingeschränkt für Parteienverkehr wieder geöffnet, auch wenn es jetzt schon viele Terminvereinbarungen gegeben hat. Jetzt können Sie wieder zu uns kommen. Natürlich gelten da auch wieder die Abstandsregeln und natürlich wieder die Maske. Dann kommen wir aber schon zur Musikschule, die ja ab 18.05. wieder öffnet und es warten ja über 800, 850 Schüler warten ja darauf, dass sie jetzt nicht mehr virtuellen Unterricht bekommen, sondern wirklich wieder kommen können. Und wie das genau passieren kann und wird, wird uns der Herr Direktor erklären. Ja, gerne, danke. Ja, seit 16. März sind wir sozusagen in der virtuellen Welt gelandet als Musikschule und unterrichten online, so gut das möglich ist. Und das war eigentlich erstaunlich gut möglich, wie wir von den Rückmeldungen jetzt davon, sowohl von den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch den Eltern erfahren durften. Es gab unzählige Kontakte auch jetzt da über das sogenannte Fernlernen. Da haben wir auch enorm viel dazugelernt für die Zukunft. Aber wir freuen uns jetzt natürlich ungemein, dass es endlich wieder mit den Präsenzunterrichtszeiten losgeht und wir starten mit dem Einzelunterricht. Das ist für uns ganz wichtig, dass das Einzelunterricht mit maximal 1 bis 3 Schülern hier stattfindet ab der nächsten Woche. Wir haben jetzt beste Vorsorge getroffen, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, konnten in den letzten Tagen jetzt das Haus entsprechend vorbereiten, sondern dass bestmöglich auch alle Schülerinnen und Schüler und auch alle Lehrpersonen geschützt sind. Raumgrößen sind für uns ein ganz wichtiges Thema gewesen, da mussten wir etwas adaptieren und wir starten, wie gesagt, mit dem Einzelunterricht, aber noch mit keinen Kleingruppen. Kleingruppen könnten frühestens ab dem 3. Juni wieder beginnen, aber da brauchen wir auch die entsprechenden Größen. Da müssten 10 Quadratmeter pro Person in diesem Raum möglich sein. Wir können da teilweise den Spielraum mit benutzen, das ist uns sehr geholfen, aber da gibt es noch ganz klare Bestimmungen und da werden alle Eltern auch noch rechtzeitig darüber informiert. Gut, danke schön. Das war, glaube ich, für viele eine Mitteilung, die schon sehr auf sich warten ließ, hätte ich gesagt, aber vielleicht darf ich noch eine Ergänzung machen. Es steht immer wieder im Raum, ob auch Bläser und Sänger unterrichtet werden dürfen. Ja, wir starten sozusagen mit allen Instrumenten gleichzeitig. Auch Bläser und Sänger werden unterrichtet. Das haben sich die Raumgrößen selbstverständlich erhöht. Wir haben die Zimmer natürlich dann teilweise tauschen müssen und müssen da auch den Mindestabstand von 3 Metern einhalten zwischen Lehrer und Schüler. Gut, das hat es ja auch einige Male gegeben, dass man nicht gewusst hat, können die Bläser überhaupt gleichzeitig beginnen oder wird es ein späterer Zeitpunkt? Genau. Aber die werden froh sein, dass sie natürlich ebenfalls beginnen können. Du hast ja so nett gesagt, das ist nicht Distance Learning, sondern du hast endlich einmal einen deutschen Ausdruck verwendet. Da kriegen wir auch immer wieder Anfragen, warum muss man so viele englische Wörter verwenden. Das ist der Zug der Zeit, würde ich sagen, aber mich freut es ja, wenn man dann doch da und dort wieder ein deutsches Wort dazu hören. Herzlichen Dank und ich wünsche natürlich alles Gute und gutes Gelingen und danke. Ich glaube, mit Einhalten aller Vorschriftsmaßnahmen werden wir das gut über die Runden bringen. Wir kommen zu Öffnungen und Schließungen.
Wir haben ja absagen müssen, ich darf nur noch einmal daran erinnern, Six in the City ist abgesagt, das Hexenfest, Ritterfest, Chill Hill, die Kinderstadt, da haben wir auch viele Anfragen bekommen, ja, die Kinderstadt mussten wir tatsächlich absagen. Bei Schlechtwetter wären sonst 250 Kinder auf engstem Raum gewesen. Das Risiko wäre zu groß, das ist einfach nicht durchführbar und darf auch so nicht durchgeführt werden. Das heißt, da haben wir uns vorzeitig dazu entschieden, das abzusagen. Es wird aber der Kindersommer stattfinden. Da werden wir auch noch ein Programm dazu präsentieren und es wird viele Aktivitäten geben mit kleineren Gruppen. Das Freibad ist das nächste Thema. Das Freibad werden wir eröffnen. Wie, wissen wir noch nicht genau. Da gibt es viele Details, die derzeit noch völlig unklar sind. Es ist die Verordnung des Bundes zwar da, aber da bleiben viele, viele Fragen offen und die müssen wir vorher klären. Aber natürlich wird das Freibad geöffnet werden. Es sind momentan alle Vorbereitungsarbeiten im Gange, damit es dann, wenn alles geklärt ist, möglichst rasch zu einer Öffnung kommt. Es wird natürlich besondere hygienische Bestimmungen geben. Es wird Beschränkungen geben, es wird Zutrittsbeschränkungen geben müssen, aber das werden wir noch im Detail genauer erzählen. Sportplätze und Spielplätze. Die Spielplätze sind ja seit 1.5. geöffnet. Die Sportplätze im Sportzentrum sind nach wie vor geschlossen. Außerhalb des Sportzentrums ab heute alle geöffnet. Es ist aber nach wie vor natürlich Kontaktsport verboten. Das heißt, man darf keine Basketball-Privatmatches veranstalten. Das geht natürlich nicht. Der Funpark ist ab heute ebenfalls wieder geöffnet. Den mussten wir ja schon einmal geöffnet wieder schließen und ab heute ist er wieder geöffnet und soll natürlich auch geöffnet bleiben. Es gilt auf den Sportplätzen 2 Meter Abstand und maximal 10 Personen und ohne Kontakt natürlich bei 2 Meter Abstand. Das ist genau einzuhalten, da hat es schon empfindliche Strafen gegeben. Basketball, Fußballspiele nur ohne Kontakt, das heißt, da kann man nur trainieren, aber nicht tatsächlich gegeneinander spielen. Die Nutzung des Sportzentrums müssen wir Sie nach wie vor darauf verweisen, dass Sie sich mit dem Sportzentrum, mit der Leitung des Sportzentrums in Verbindung setzen und die Trainingzeiten vereinbaren. Ein freier Zugang ist dort nicht möglich. Die Kabinen dürfen nach wie vor nicht benutzt werden. Also da gibt es auch einige Einschränkungen. Die Sporthallen, auch eine Frage, die bleiben bis auf Weiteres geschlossen, dürfen nicht benutzt werden. Die Pflegeheime war auch so eine Frage. Wie geht es denn mit dem Besuch in den Pflegeheimen? Das ist genau geregelt. In der Böhmstraße sind Terminvereinbarungen bei der Stationsleitung möglich. Die Dauer 20 bis 30 Minuten. Es stehen im Gebäude vier Tische bereit und es sind auch Spaziergänge, wenn das Wetter mitspielt, möglich. Da können Sie mit mehreren Angehörigen auch gehen. In der Grillparzer Straße sind ebenfalls die Besuche nach Terminvereinbarung möglich. Und es gibt eine Begegnungszone im Foyer, maximal 1 Besucher pro Bewohner und natürlich auch im Freibereich, der wurde eigens adaptiert. Und da gehen 2 Besucher pro Bewohner und natürlich auch Spaziergänge mit Angehörigen sind wieder möglich. Es gibt Unterweisung in Hygienemaßnahmen, das ist keine Schikane von den Leitungen dort, sondern das ist uns vorgeschrieben. Aber die, glaube ich, werden wir gut über die Bühne bringen. Das wird nicht eine besondere Einschränkung sein. Zu den Schulen. Seit 4.5. sind ja die Matura-Klassen zurück im Schulbetrieb im Verhältnis 50-50. Weiter Distance Learning und die Schulen dürfen nur von immer jenen besucht werden, die gerade im Turnus sind. Von denen, die sich zum Schulbetrieb angemeldet haben, sind alle tatsächlich gekommen. Das war auch die Frage, werden wirklich alle kommen? Ja, sie sind alle gekommen. Und ab 18.05. kommen ja dann die Volksschüler, Schüler der Mittelschule und die AHS-Unterstufe und am 3.6. Polytechnikum und AHS-Oberstufenschüler. Die Klassen werden ebenfalls, die Klassenzahl wird halbiert, 50% sind dann nur immer anwesend. Wie der Rhythmus ist, entscheiden die Schulen autonom. Das heißt, da haben wir auch keinen Einfluss darauf. Das Betreuungsangebot
der Stadt Kapfenberg ist natürlich alle Kindergärten und alle Nachmittagsbetreuungen sind wie von Anfang an geöffnet. Derzeit befinden sich in etwa 460 Kinder, das sind 80% bereits wieder in den Kindergärten. Sie bewegen sich soweit möglich viel im Freien, weil wir ja wissen, dass die Ansteckungsgefahr dort eine viel geringere ist. Der Kinder- und Jugendsommer, wie gesagt, findet natürlich statt. Es wird auf Kleingruppen Wert gelegt und wir werden die Abstandsregeln einhalten und natürlich versuchen, mehr verschiedene Veranstaltungen anzubieten, als dies in der Vergangenheit war, weil ja die Anzahl der Kinder in den Gruppen kleiner sein muss. Im Bezirk gibt es momentan 51 akute Corona-Fälle insgesamt und es freut mich, vermelden zu können, dass es in Kapfenberg selbst einer Woche oder mehr als einer Woche keine einzige Neuinfektion mehr gibt. Wir haben also null und insgesamt hatten wir 7 Erkrankte und alle 7 sind wieder gesund. Wir kommen zu den Bussen. Fahrscheinverkauf in den Bussen gibt es ebenfalls wieder bei der MVG selbst und wir würden Sie bitten, nach Möglichkeit einen Fahrschein in einer der Vorverkaufsstellen zu lösen. Es gibt in Trafiken, am Schirmitzbühl, in Redfeld, beim Bahnhof Eurospar oder auch direkt bei der MVG am Europaplatz die Vorverkaufskarten. Wir würden Sie wirklich bitten, das zu nutzen. Es hilft den Fahrern, den nötigen Abstand zu halten. Eine positive Nachricht auch noch zum Abschluss. Unsere Bulls wurden zur Mannschaft des Jahres ernannt und die Kür durch den Herrn Landesrat vorgenommen. Wir haben selbstverständlich auch dort alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten. Wir haben die Distanz eingehalten und der 17 Kilo schwere Diskuswerfer wurde zwar nicht virtuell übergeben, sondern wirklich übergeben, aber auf den Tisch gestellt und dort abgenommen. Das heißt, wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Es ist auch wichtig, in dieser Zeit eine so positive Nachricht zu erhalten. Schauen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen. Unser Bring-Service bleibt weiterhin bestehen. Sie können ihn mit der gewohnten Nummer erreichen, 22 501 1444. Also nach wie vor können Sie, wenn Sie selbst nicht einkaufen gehen möchten, wenn Sie zur Risikogruppe gehören, dort anrufen und Ihre Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente bestellen. Die werden Ihnen kostenlos zugestellt. Halten Sie weiterhin 1 Meter Abstand oder was erforderlich ist, mehr. Tragen Sie Mund- und Nasenschutz. Es ist für Sie wichtig und es ist teilweise ja zwingend vorgeschrieben. Denken Sie an Ihren Einkauf. Nutzen Sie vermehrt die Möglichkeit, auch Desinfektionen Ihrer Hände vorzunehmen, wenn sie angeboten werden. Und ich glaube, wir werden die Situation weiterhin gut gemeinsam meistern. Und ich darf Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Disziplin danken und bleiben Sie gesund. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundentankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Wann immer ich in eine unserer Einrichtungen komme, dann spüre ich diese Wärme und Herzlichkeit, die von all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeht. Dafür arbeite ich und dafür lebe ich. Miteinander Mensch bleiben. Der Sozialhilfeverband Bruck-Mürz-Zuschlag sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nähere Informationen auf www.sozialhilfeverband.at. We'll be right back.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Highway-TV-Rubrik Die Region im Fokus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Der 15. Mai war ein Tag der weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die Gastronomie durfte unter strengen Auflagen wieder ihre Pforten öffnen. Wir haben uns am Tag davor angesehen, wie die Gastronomen sich vorbereitet haben und welche Erwartungen sie an den Neustart haben. Christian Egger und Thomas König mit einem Lokalaugenschein. Solche Bilder aus Lokalen und Restaurants werden wir wohl noch längere Zeit nicht sehen. Die neue Devise lautet Abstand. Aber morgen ist es soweit. Die Gastronomie öffnet wieder ihre Pforten. Und das mit strengen Auflagen. Maximal 4 Erwachsene plus Kinder pro Tisch, 1 Meter Abstand zwischen den Tischen, kein Schankbetrieb und Maskenpflicht für das Personal. 2 Monate lang waren die Wirtshäuser geschlossen. Jetzt brennt man auf die Wiedereröffnung. 8 Wochen sind eine lange Zeit. Die ersten 4 Wochen waren einmal recht witzig. Nach 30 Jahren, über 30 Jahren Dienst, dass du mal sagst, du bist wirklich 4 Wochen zu Hause. Aber dann ist es schon langsam, erstens natürlich langweilig geworden und zweitens einmal waren wir schon mit einem Bein, weil man schon ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen hat, waren wir mit einem Bein natürlich schon wieder im Lokal und hat schon wieder Vorbereitungen getroffen und war die Vorfreude natürlich erst nicht groß. Auch in der Weinerei in Bruck laufen die letzten Vorbereitungen. Da gab es in den letzten Tagen so einiges zu tun. Ja, grundsätzlich haben wir ein bisschen in der Küche und so alles, was zu machen war, haben wir jetzt noch erneuert und wieder neu positioniert. Und wir haben natürlich erinnern, nach den Vorschriften der Bundesregierung haben wir Tische entfernt und die Abstände ausgemessen, so damit unsere Gäste jetzt sicher bei uns wieder zum Essen und zum Trinken kommen können. Die neuen Abstandsregeln bedeuten für die Gastronomen vor allem eines: Sie verlieren an Plätzen. Harald Trummer spürt das vor allem bei seiner Terrasse direkt an der Mur. Im Haus ist es noch am wenigsten schlimm, weil wir so verwinkelt sind. Da haben wir ca. 8 bis 12 Sitzplätze weniger. Auf der Murterrasse, da verlieren wir am meisten, da haben wir statt 50, 55 Sitzplätze jetzt zwischen 18 und 32 maximal. In diesem Sommer wird es auch keine Großveranstaltungen geben. Andreas Beuchel betreibt 2 Lokale am Leobener Hauptplatz, wo bekanntlich alle Jahre viele Großveranstaltungen über die Bühne gehen. Trotzdem sieht er der Zukunft optimistisch entgegen. Ja, also ich sage jetzt einmal, nachzulaufen dem, was da jetzt da passiert ist, ist glaube ich nicht der richtige Weg. Ich bin extremer Optimist und ich bin mir sicher, dass wir von jetzt an einfach bis zum Ende des Jahres wieder Gas geben. Ich bin ja Mitveranstalter von Iron Road for Children. Ich mache die Villa Fight mit meinem Geschäftspartner zusammen. Also das kannst du nicht reinholen, das ganze Braustadtfest, Weinfest. Also das sind Sachen, wo natürlich sehr viel Umsatz gemacht wird. Das wird heuer nicht passieren, aber ich bin trotzdem, man muss halt einfach den Gürtel wieder enger schnallen und sagen, okay, Urlaub kann man eh nicht ganz hinfahren, man macht mal zwei Wacken Urlaub und dann wird das Jahr auch vorübergehen und nächstes Jahr wird es wieder besser. Auch in Bruck fallen Corona-bedingt viele Veranstaltungen ins Wasser. Hinzu kommt, dass in naher Zukunft auch keine großen Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern möglich sein werden. Ja, natürlich, das schmerzt jetzt natürlich, dass wir verstehen den Grund, aber natürlich war das Winzerfest im Juni für uns eine sehr attraktive Geschichte und auch das Riverside, das jetzt auch noch unklar ist, ob das vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch durchführbar ist. Wenn nicht, ist das natürlich auch eine Veranstaltung, die uns wehtut. Aber was für uns noch schwieriger ist, ist eher, dass wir die kleinen Feiern auch nur begrenzt abhalten können, wie kleine Hochzeiten oder Taufen oder die Dinge sind momentan auch alle ad acta und verschoben auf ungewiss, sage ich einmal. Vieles wird neu sein, vieles ungewohnt und vielleicht auch störend. Dennoch blickt die Gastronomie mit vorsichtigem Optimismus in die nahe Zukunft. Natürlich ist keiner so happy, weil es halt am Anfang jetzt nicht so sein wird, wie es vorher war. Und ich glaube, dass die Leute werden einmal vorsichtig sich da herantasten, aber es wird dann sicher bald einmal gleich funktionieren, hoffe ich. Und hoffentlich können wir dann auch in absehbarer Zeit wieder solche Bilder aus den Wirtshäusern erleben. Was?
Wir bleiben bei der Gastronomie. In Bruck öffnen die Schanigärten. Die Stadtgemeinde unterstützt hier die Wirte, indem sie die Pacht aussetzen und die Gastgärten vergrößern. Und in Leoben gab es für Bierfreunde gleich einen doppelten Feiertag. Gute Unterhaltung. Heute sind sie noch leer. Die zahlreichen Gast- und Schanigärten in Österreich. Ab morgen geht der Betrieb wieder los. Natürlich mit Sicherheitsabstand. Das bedeutet für viele Gastronomen, dass sie zahlreiche Sitzplätze verlieren. In Bruck steuert die Gemeinde hier entgegen. Die Gastronomen können ihre Flächen erweitern, so dass sie keine Plätze verlieren. Und die Pacht für die Gastgärten ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben natürlich ein bisschen vergrößert, haben das sehr unbürokratisch gemacht, verzichten auf, auch für die Zeit jetzt bis Oktober, auf die Einnahmen, die wir aus dieser Verpachtung haben, um unsere Wirten zu unterstützen. Und ich bin allen Wirten wirklich dankbar, dass sie wieder da sind. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, werde auch versuchen, so viele als möglich zu besuchen. Wird mir nicht alles gelingen, freue mich über jeden Einzelnen und freue mich schon auf schöne Tage und Wochenenden wieder in Bruck an der Mur. Und natürlich ist auch die Freude bei den Wirten riesig. Sie können es kaum erwarten, morgen wieder loszulegen. Die Freude ist groß. Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste. Die Gastrokultur in Österreich ist natürlich eine schwerwiegende Sache für alle Beteiligten, für uns Wirten, für die Gäste, fürs Publikum. Wir freuen uns riesig und in dieser wunderschönen Stadt in Bruck an der Mur wieder für unsere Gäste bereitzustehen. Die Zunfttruhe der obersteirischen Bierbrauer ist zurück, im Arkadenhof Leoben. Gut behütet wurden in der kunstvoll verarbeiteten Truhe früher die wichtigsten Dokumente, Siegel und andere Wertgegenstände aufbewahrt. 1720 hat diese Georg Aschauer, der damalige Besitzer des Arkadenhofes, Bierbrauer und Oberzechmeister, geerbt. Und der war zugleich auch Oberzechmeister, das heißt Chef der ganzen obersteirischen Brauer. Und der hat damals dieses Ehrenamt wieder zurückgegeben. Und damals wurde die Zunftruhe dann aus dem Arkadenhof hinausgetragen und ist dann 300 Jahre verschwunden gewesen und jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Was für ein Glück für die heimliche Bierhauptstadt des Landes. Nachdem die Wirtshaustüren wochenlang geschlossen waren, ist die Rückkehr der Zunftruhe zu einem richtigen Festakt geworden. Weil heute die Bundesregierung erstmals erlaubt hat, dass die Wirte wieder öffnen können und dass wir unser beliebtes Gösserbier auch wieder trinken können. Ein lange diskutiertes Thema war in den vergangenen Wochen der Start der Fußball-Bundesliga. Jetzt hat man einen Termin für die Wiederaufnahme gefunden, allerdings nur für die höchste Spielklasse. In der zweithöchsten Liga gestaltet sich der Neustart etwas schwieriger. Wir haben mit KSV-Präsident Erwin Fuchs über den Status quo gesprochen. Herr Fuchs, welche neue Informationen gibt es bezüglich der zweiten Fußball-Bundesliga? Ja, es gibt jetzt doch einiges zu berichten. Also wir sind jetzt von 10 weg bis 10 Uhr bis jetzt in der Videokonferenz gesessen mit allen möglichen Diskussionen, die jetzt schon bei so einer, sage ich mal, Mischliga natürlich notwendig ist. Amateurclubs, Clubs von Spitzenmannschaften, die auch als Amateurclubs mitspielen. Und eben die Clubs wie Kapfenberg, Innsbruck, Ried und aus der Klagenfurt zum Beispiel, die doch eher den Weg des Professionalismus gehen wollen mit der Ausbildung und so weiter. Es wurde nach langen Diskussionsrunden jetzt einmal so beschlossen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt mit 9 Stimmen dafür, dass wir von 16 waren 9 dafür, dass wir jetzt einmal das Ansuchen stellen beim ÖFB, dass wir das Ligaende nicht mit 30.06., sondern erst mit Ende Juli, mit 30. Juli machen werden. Die anderen Punkte wurden jetzt ausgesetzt. Es wurde eine Unterbrechung dieser Sitzung jetzt bis Montag beschlossen. Und am Montag wird es dann die nächste Abstimmung geben,
ob dann die Mehrheit dafür ist, also 9 Stimmen brauchen wir, ob dann auch zu Ende gespielt wird. Also momentan sind wir wieder beim Diskutieren, also alle möglichen Varianten wurden ja besprochen, der Terminplan würde stehen. Wenn weitergespielt wird, würde dann mit 5. Juni begonnen werden, dann gibt es gleich die erste englische Runde, wo dann der Feiertag ist. So ist einmal der Terminplan bis Ende Juli, das wäre alles klar. Aber natürlich gibt es noch nicht die klare Mehrheit bei den Clubs, die sagen, okay, wir wollen weiterspielen. Die denken halt eher amateurhaft, sage ich einmal so jetzt vorsichtig ausgedrückt. Und ja, einige wollen abbrechen. Ich hoffe, dass die Vernunft siegt und sagt, okay, wir sind ja da, um Fußball zu spielen. Wir sind ja doch eine Profiliga, trotz aller Amateurclubs, die da mitspielen oder mit dieser Reform da hineingekommen sind. So schaut es einmal aus und die Situation ist jetzt so, dass die Spielerverträge mit 30.05. auslaufen. Und jetzt haben die Clubs die Zeit, bis Montag mit diesen Spielern zu sprechen. Bleiben die oder bleiben sie nicht bis Ende Juli? Das wurde jetzt mehr oder weniger einmal deswegen für die Zeitgewinnung so beschlossen. Und ja, in vielen Verträgen steht drinnen, wenn der Vertrag verlängert sich dann bis zum letzten Spieltag. Das wäre sowieso dann automatisch der letzte Juli. Aber die Clubs wollen die Möglichkeit, dass sie das noch vorher abklären. Weil natürlich einige Clubs meinen, wenn der Abbruch da ist, dann könnten sie sich von der einen oder anderen Vertrag lösen. Das ist ja dann möglich. Deswegen gibt's da jetzt, werden noch die Köpfe rauchen. Was würde jetzt für Sie persönlich, für den KSV, ein Abbruch bedeuten, sportlich, aber auch finanziell? Ja, der Abbruch wäre sportlich eine Katastrophe, weil wir haben jetzt mit Mitte März aufgehört, Fußball zu spielen. Und wenn ich sage, es weiß ja keiner dann, wenn wir wieder starten, frühestens September oder Oktober, also dann werden wir 6 bis 7 Monate ohne Spielbetrieb. Also für mich persönlich und für die sportliche Entwicklung, für unsere jungen Profis wäre das natürlich eine Katastrophe. Gibt es jetzt auch, in der ersten Bundesliga werden Corona-Tests durchgeführt und Quarantänen verordnet, falls positive. Wird auch für die zweite Liga irgend sowas geplant? Das heißt, die Vorgangsweise ist genau dieselbe. Das heißt, bevor das Training beginnt, müssen alle getestet werden. Da gibt es dann diese Fünfergruppentests. Das ist finanziell etwas erleichternd, sage ich einmal. Und sind die gleichen Regeln. Und der Sportarzt muss das begleiten. Sollte dann ein Fall auftauchen, dann kommt er raus aus der Gruppe und die anderen müssen nicht unter Quarantäne gestellt werden. Das ist jetzt heute beschlossen worden am Vormittag mit dem Gesundheitsminister, sondern die dürfen sich dann von zu Hause zum Training bewegen und wieder zurück. Das heißt, deswegen bleibt das Mannschaftstraining aufrecht, kann man es aufrechthalten, aber diejenige Person, die positiv getestet wurde, die kommt natürlich raus aus dem Getriebe und darf nicht mehr zum Training kommen. Aber alle anderen dürfen sich aber nur vom also sie sind quasi auch unter Quarantäne, aber mit einem, sagen wir mal, mit einem fix vorgegebenen Rahmen. Eigenes Haus, eigene Wohnung, Sportplatz, Trainingsplatz, wieder zurück. Und Sie dürfen nicht mit anderen, außer mit der Familie, mit anderen Personen in Kontakt kommen. Die Passanten staunten nicht schlecht, als vergangene Woche die Stadtwerke Leoben für Regen in der Timmersdorfer Gasse sorgte. Der Grund dafür war ein besonderes Kunstprojekt. 5 tanzbegeisterte junge Menschen performten zu Gene Kellys Klassiker Singing in the Rain. Zurücklehnen und genießen. Da staunte man in Leoben. Am letzten Montag begann es plötzlich aus heiterem Himmel zu regnen. Und 5 Tanzbegeisterte performten zu Singing in the Rain. Zahlreiche Kameras standen herum und so manchem Passanten wurde ein Lächeln auf die Lippen gezaubert.
Die Idee dazu hatte die Leobner Schauspielerin Ute Olschnecker und die Ideengeber hängen hoch über der Timmersdorfer Gasse. Die Schirme, die hier das Stadtmarketing Leoben als Dekoration hoch über den Dächern der Timmersdorfer Gasse angebracht hat, hat unsere Tänzerinnen dazu animiert, hier das Stück I'm Singing in the Rain hier darzubringen. Und das ist doch ein Ausdruck von Lebensfreude und vielleicht auch schon der Sehnsucht, wieder mal auf einer Bühne auftreten zu können. Und ein kräftiges Lebenszeichen der Leobener Innenstadt, die natürlich dann wieder herzlich einlädt, hierher zu kommen und ein bisschen zu verweilen. Alle waren von der Idee begeistert, die Stadtwerke sorgten für stilechte Ambiente und trotz triefender Kleidung gelang es den Künstlerinnen und Künstlern, Lebensfreude zu vermitteln. Was mich so freut daran, und das ist ja wirklich wunderbar zu sehen, was nämlich kreative Menschen auch beitragen können. Also es geht nicht nur darum, welches Geschäft gerade aufsperrt. Es geht nicht nur darum, wann die Gastronomie gerade aufsperrt. Sondern es geht darum, dass man ein Leben hat. Und das Leben können die Kreativen am besten transportieren, am besten darstellen. Und so war das eine für mich wunderbare Geschichte. So, und jetzt zurück Ihnen und mitsingen. I'm singing in the rain. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Kapfenberg. Sport, Industrie, Leben. Die Genussregion Hochsteiermark hat, was Lokale betrifft, so einiges zu bieten. Der Tourismusverband hat sich da etwas überlegt und stellt Lokale der Region vor. In dieser Woche sind wir in Aflenz zu Gast. Dort haben wir den Dörflerwirt besucht. Gute Unterhaltung. In der Hochsteiermark und ich darf euch heute einen Gust auf euch einen Sommerurlaub machen. Kommt rein! Der Dörflerwirt ist ein familienfreundlicher Betrieb, aber auch natürlich Paare. Gerne sind auch die Hunde gesehen, weil die gehören jetzt ja schon zur Familie. Der Hochschub ist natürlich bekannt für seine vielen verschiedenen Wanderrouten und auch die Fauna lässt keine Wünsche offen. Von unserem Haus, von unserer Region und ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei uns vom Dörflerwirt begrüßen dürft. Also bis bald in der Hochsteiermark. Unsere Freunde vom Automagazin begeben sich für diese Ausgabe auf die Jagd. Sie haben die beiden Weidmänner Johann und Stefan Adrian bei der Pirsch begleitet. Die beiden testen dabei die Offroad-Tauglichkeit des Mitsubishi L200. Gute Fahrt und gute Unterhaltung. Johann und Stefan Adrian mit Unterstützung von Willi, dem ausgebildeten Deutsch-Kurzhaar, begaben sich auf die Pirsch. Mit dabei als Jagdwagen und Kleintransporter, wo auch ein entlegener Hirschplatz hätte, ging's ins Jagdrevier der Gastro-Weidmänner. Die 1,52 Meter lange Ladefläche bietet enorm viel Platz. Die sechste Modellgeneration ist seit September 2019 bei den Mitsubishi-Vertragspartnern in Österreich erhältlich. Der Einstieg in den Hubertus L200 ist auch für rüstige Wildexperten prädestiniert. Schon bei der Anreise war Begeisterung von Fahrer und Co-Pilot auf Straße und Gelände sichtbar. Ein Fußmarsch zum Jägerstand mit Ausblick nach Reh und Hase war dann der Frühsport für die beiden Jäger. Eine neue Offroad-Traktionskontrolle mit vier wählbaren Fahrmodi, einer Bergabfahrhilfe
und der Möglichkeit, einen permanenten Allradantrieb in Kombination mit Geländeuntersetzung zu erhalten, unterstreicht das außerordentliche Leistungsportfolio des L200. Willi genoss offensichtlich besonders die Frischluftszene und schnüffelte erfolgreich nach erlegter Beute. Um den individuellen Anforderungen im Revier und Gelände noch gerechter zu werden, können Kunden zusätzlich aus einem breiten Zubehörangebot auswählen. Dazu gehören unter anderem Seilwindensysteme und Abdeckungen sowie Verstauboxen für den Laderaum. Die Neuauflage verbindet bewährte Tugenden wie höchste Zuverlässigkeit, Ladekapazität und Geländetauglichkeit mit neuem Design, verbessertem Fahrkomfort und zahlreichen neuen Technologien. Als weiteres Add-on erhält jeder L200 Hubertus-Kunde einen Jägerrucksack sowie einen hochwertigen Echtleder-Schlüsselanhänger, beides mit Mitsubishi-Logo versehen. Auch beim österreichischen Bundesheer bewährt sich der Mitsubishi L200 hervorragend. Und was ist das Resümee des Jagdexperten? 100%ig geeignet für jedes Revier, geländetauglich, ein durchzugsstarker Diesel. Ich glaube, ich muss jetzt nach Salzburg fahren zum Tänzeln und mir einen holen. Das war's mit unserem Infotainment für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 28. Mai. Aktuelle News und Infos finden Sie wie immer auf unserer Website highway-tv.at, auf Facebook und auch auf Instagram. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.